Am 26. Juni ist der internationale Tag gegen Drogenmissbrauch, der ein wichtiges Zeichen gegen den illegalen Drogenmissbrauch setzen soll. Laut des Weltdrogenberichts aus 2021 hat sich die Zahl der Todesfälle, die sich auf einen schädlichen Drogenkonsum zurückführen lassen, in den letzten 10 Jahren beinahe verdoppelt. Zwar konnte die Verbreitung illegaler Drogen durch internationale Kooperation eingedämmt werden, jedoch steigt der Konsum von legalen Drogen wie Alkohol und Tabak. Nach Schätzungen der UN sind weltweit etwa 25 Millionen Menschen drogenabhängig, von denen 200.000 Menschen im Jahr versterben. Der Drogenkonsum teilt sich auf in Alkoholsucht, Rauchen und dem gewachsenen Cannabiskonsum, der insbesondere bei der jüngeren Generation zum Trendsuchtmittel geworden ist. Eine richtige Suchtprävention ist daher wichtiger als je zuvor, um über die Folgen des Drogenkonsums aufzuklären. Laut des Stark statt Breit Präventionsprogramms wollen manche Konsumenten nur Spaß und Entspannung. Andere konsumieren Cannabis, um Probleme oder Konflikte zu verdrängen. Das Ziel solcher Kampagnen ist die richtige Aufklärung und flächendeckende Einführung von Fachkräften, die suchtmittelabhängige Jugendliche betreuen.